Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Hier vor mir stehen zwei Qi Wireless Charging Ladegeräte und das eine kann was, was das andere absolut nicht kann. Das hier ist meine billig Standardausfertigung, die ich immer noch hier zu Hause rumstehen habe. Und das hier ist das Teil von Mongda. Mongda, das ist aktuell noch eine Indiegogo Kickstarter Kampagne. Dort kann man das hier erwerben, wenn man die backt, bekommt es auch dann erheblich reduziert, wobei ich noch keine richtige Aussage zum Preis machen kann, hier zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Aber schaut einfach mal in den Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zu der Indiegogo-Seite und könnt euch das hier mal genau anschauen, denn das ist absolut einen Blick wert. Fangen wir mal mit dem Äußerlichen an. Die Hersteller sagen, sie haben sich hier am Design eines UFOs inspirieren lassen und ja, aber ich habe hier eher an was anderes direkt gedacht. Ja, sieht doch irgendwie aus wie Batman, vor allem hier in der dunklen Ausfertigung. Das hier ist die weiße und es gibt das Ganze auch noch in schwarz. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also die Optik ist auf jeden Fall schon mal etwas ungewöhnlich, auch weil wir hier Lüftungsschlitze sehen. Einmal rechts und einmal links und auch hier unten drunter sind nochmal Lüftungsschlitze und das hat auch seinen besonderen Grund. Aber außerdem haben wir hier auch noch solche Silikonstandfüße dran, damit das Ding auch einen guten und sicheren, soliden Stand hat. Dann haben wir hier noch eine kleine LED, die euch benachrichtigt, ja, wie der aktuelle Zustand ist, ob geladen wird, ob voll ist und so weiter. Und auf der Rückseite finden wir einen, ja, leider noch Micro-USB-Eingang, wo ihr dann euer Ladekäbelchen reinsteckt. Dann noch hier die üblichen Sachen, FCC, Recycling, CE-Zeichen und so weiter, dass hier alles auch sicher ist. Und hier unten haben wir noch ein paar technische Daten, Modell P-M06, Input 9 Volt 2 Ampere, also 18 Watt Input und Output entweder 5 Watt, 7,5 Watt oder 10 Watt. Und das heißt, wir haben hier ein Fast Wireless Charging Gerät. Euer iPhone zum Beispiel, wenn ihr ein iPhone 10, 10S, 10S Max habt, das kann maximal 7,5 Watt aufnehmen. Wenn ihr ja, ein anderes Android-Gerät habt, wie zum Beispiel die Samsung Galaxy-Reihe, die können bis zu 10 Watt aufnehmen. Also, da kann man hier sein Gerät maximal schnell aufladen. Und ein kleines Problemchen beim maximal schnellen Aufladen, gerade auch hier bei Qi Wireless Charging, ist die Wärmeentwicklung. Das Gerät wird dabei richtig warm mitunter. Und da hat sich hier Mongda was überlegt, denn die haben hier eine Keramikplatte mit reingebaut. Und diese Keramikplatte, die wird aktiv gekühlt hier von einem eingebauten Kühlschrank. Deswegen auch hier die Lüftungsschlitze. Und die hält euer, ich sag jetzt mal iPhone, euer Smartphone dann in einem optimal niedrigen Temperaturbereich, sodass einmal maximal schnell aufgeladen werden kann, ohne dass wegen der Hitze irgendwie runtergedrosselt wird mit der Ladestärke. Und zweitens schont das euren Akku und zwar ganz, ganz enorm, denn dauerhafte starke Wärmeentwicklung, ja, die lässt den Akku sonst schneller altern und das hat man hiermit gar nicht. Und ich muss sagen, das Teil hier hält wirklich, was es verspricht. Ich habe es natürlich ausprobiert, habe auch die Temperatur dabei gemessen. Okay, die erste halbe Stunde ist so gut wie vorüber. Ich mache jetzt hier mal eine Temperaturmessung und bin gespannt. Und oh, schaut mal her. Das sind gute 5 Grad kühler als ganz am Anfang, wie ich losgelegt habe mit der Messung. Wenn ich mal drauf fahre, ja, das ist erstaunlich kühl. Wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Schauen wir mal, wie weit sind wir gekommen in einer halben Stunde von 21% auf 38%. Und das iPhone hat sich echt gar nicht erhitzt, gar nicht mal erwärmt. Wow! Und das hier, das ist ja voll das Kühlpad. Richtig, richtig kalt. Wahnsinn! Tolles System, muss ich echt sagen. Also das bringt was. Ich lasse jetzt hier noch mal ein bisschen weiterladen, leg noch mal auf. Ihr seht, die Stunde ist fast vorüber. Ich mache hier noch mal eine Temperaturmessung. Und wir schauen, wie warm das iPhone geworden ist. Ja, 25,9 Grad. Also Wahnsinn. Wahnsinn, die Kühlung hier, die funktioniert mal richtig gut. Und ich nehme es jetzt einfach schon mal runter, obwohl es erst 58 Minuten sind. Und ich messe mal, wie kalt hier dieses Coolpad wird. Und das sind, ihr seht, 14,8 Grad Celsius. Oh, sogar hier nur 12 Grad. Also das Ding hier macht richtig kühl und kühlt dann dementsprechend auch euer iPhone beim Laden optimal runter bzw. verhindert das Erhitzen optimal. Und wir schauen mal, wir haben jetzt geladen, ja, 52%.
Also pro Stunde waren es jetzt 31%. Jo, das ist für Wireless Charging in Ordnung. Und wir machen hier direkt nochmal den kleinen Gegentest. Hier habe ich mein Standardladegerät und ich lösche hier nochmal. Würde sagen, ich lasse jetzt hier das iPhone da noch ein bisschen weiterladen und dann schauen wir einfach mal allein von dem Temperaturunterschied von dem zu der Ladung hier, was das dann ausmacht. So, es lädt und ich mache nochmal die Ausgangsmessung. 25,6 Grad, Timer wird gestartet, ich sag mal 15 bis 30 Minuten und dann messen wir hier nochmal nach. Aber das hier, sehr gut. Ein weiteres halbes Stündchen ist vorüber und wir messen einmal nach. Ja, und da sieht man es, da sind wir schon fast wieder auf 30 Grad. Und für alle, die wollen, dass ihr Akku lange, lange gesund bleibt und möglichst lange hält, ohne großen Verschleiß zu haben, ist das hier eine Sache, die echt einen Blick wert ist. Finde ich ein ganz, ganz tolles Konzept hier, dass hier die Temperatur dementsprechend gesteuert wird. Finde ich richtig klasse und vor allem, es funktioniert auch. Und deswegen dachte ich, stelle ich euch den Mongda Wireless, für meinen Fall Batman Charger, doch einfach mal vor, um euch das hier näher zu bringen. Also, wer jetzt Bock und Interesse hat, wie gesagt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr hier bei Indiegogo die Entwickler unterstützen und euch so einen Charger holen, bis er dann irgendwann hoffentlich auch in den normalen Handel reinkommt. Aber soweit, finde ich, ist das hier ein echt cooles Konzept. Natürlich, er ist ein bisschen größer, er ist ein bisschen dicker, wie so andere Ladegeräte. Aber dafür, das mit der Kühlung, eine super Sache. Also mich hat es total überzeugt und deswegen gibt es von mir hier auch, Moment, 2 Daumen hoch für den Mongda Qi Wireless Fast Charger mit aktiver Kühlung über diese Keramikplatte hier. Das soll es aber auch schon gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.